Camp Slayer, 3 Wochen zuvor. Nochmal? Himmel, Eric, oft denn noch? So bin ich. So gehe ich damit um und ich habe es satt, dir das erklären zu müssen. Ja, ja, das ist jetzt mein Leben und ich lebe es, wie ich es will. Halt, was war das eben? Jetzt nicht? Ja, es passt mir jetzt gerade nicht. Ich bringe nur die Akten, die Sie wollten. Nicht jetzt. Ich sagte nicht jetzt! Ich wollte Sie nicht ärgern. Ach, schon gut. Mir scheint, wir alle hier, wir laufen wohl alle vor was weg. Ich ganz bestimmt. Sie waren in den Checkpoint-Mist verwickelt. Die erschossene Frau. Schon okay. Ich bin für Sie da. Es ist. Jeder scheint eine Meinung dazu zu haben. Ich komme damit klar. Auf meine Art. Ach ja? Sie haben genug Sorgen. Und wer auch immer das war, er klang, naja, wie ein richtiges Arschloch. Was immer es ist, Sie regeln das. Oder fragen Sie. Und ich helfe Ihnen damit. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu House of Ashes. Jason. Jason, bist du da? Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Da drüben! Schießen wäre ja Blödsinn, weil das bringt nichts. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu House of Ashes.
Das war haarscharf da hinten. Wir atmen noch. Das Glück hatten nicht alle. Hauptsache, dir geht es gut. Müssen wir reden? Worüber? Über uns. Ich muss wissen, wie es zwischen uns steht, wenn ich heute sterbe. Wenn ich sterbe, will ich wissen, wo wir stehen. Für uns gibt es eine Zukunft. Eric war ein guter Mann. Aber er ist fort. Rachel. Liebst du mich? Mein Marine hat ein Herz. Gefällt mir. Antworte. Tu ich. Ich liebe dich. Ich würde hier nicht küssen mit dem ganzen Blut. Jetzt nicht. Und nie mehr. Es ist Jason. Er lebt noch. Wir sollten los. Suchen wir Jason. Ich habe schon viel krankes Zeug gesehen, aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Also die Sache mit den Vampiren, ich weiß nicht, das hat ja doch eher so ein bisschen Alien-mäßiges an sich hier mit diesem Grün, finde ich. Oder ist das ein Geheimnis? Haha. Okay, kein Geheimnis, oder? Vielleicht doch. Mappe 3. Kann man die irgendwie öffnen? Hallo? Ich will die öffnen. Ah. Viele der Funde belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertlange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Diese Dürre führte zur Massenflucht aus den Städten. Es kam zum Krieg. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Okay, schwarzer Onyx. Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück. Völliger Schwachsinn. Vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten. Stein mit Loch. Den haben wir ja oben schon gefunden. Der Stein zeigt Figuren. Genau, das ist der, der ganz unabgebildet ist. Die eine Sonnenfinsternis anbeten. Zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab. Ah, okay. Die eine Katastrophe voraussagt. Mhm. So, so. Gut, da hinten scheint nichts mehr zu sein. Da ist aber noch was. Springt doch jetzt bestimmt gleich ein Alien raus oder so. Was ist das? Ein Kokon? Die Dinger kommen wohl von hier. Riecht nach Formaldehyd. Seit wann bist du denn Wissenschaftler? Lernt ihr Amerikaner nichts in der Schule? Wir sollten da wegbleiben. Ja, das finde ich auch. Aber das Spiel zwingt mich dazu, hier reinzugehen. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, sieht schon geil aus irgendwo. Das sieht sehr bedrohlich aus, aber es sieht sehr geil aus. Was war das?
kann man anscheinend nichts irgendwie analysieren. Als Fan der Alien-Filme finde ich mich jetzt hier irgendwie gerade ziemlich, fühle ich mich ziemlich heimisch. Kann man die aufmachen? Mary Hodgson muss seine Frau sein. Ist nicht gut ausgegangen. Was? Ich darf nicht so enden. War das gerade eine Fledermaus? Sind das die Babys von denen? Ich meine, wenn es Vampire sind. Okay. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich, wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigt die mir... Ah, okay. An die ich mich erinnere, nicht dieses Monster. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Huytens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zelthering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Mhm. Okay, das ist ja so eine Vampirsage, ne? Dass die Vampire verbunden sind. Mit dem Meister quasi. Oder manchmal auch miteinander. Sind wir hier in einem großen Bauch? Gleiche Frage. Fuck, was ist das hier? Was ist diese Hölle? Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Sehen ist alles, was mir noch bleibt. Als uns meine Frau verließ, wollte ich, dass er alles hat, was ich nie hatte. Alleinerziehend. Muss hart sein. Schon. Aber mein Junge macht mich sehr stolz. Er geht nach London. Zur Universität. Wenn er nur nicht klauen würde. So sehr. Ist dein Gewissen rein, Jason? Dieser Ort. Die kommen wieder hierher. Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein
und tun ihnen irgendwie weh. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Ja, schon irgendwie was von so einem Alienschiff oder so. Was ist das? Ja, Alarmanlage. Oder ist das die Alarmanlage? Bei mir. Finde eine Möglichkeit zum Gegenangriff. Untersuche das Gebiet. Wo kommen diese Viecher wohl her? Scheint so. Fragt sich nur, wo zur Hölle sind sie? Jetzt so gerade noch irgendwo geblinkt da hinten. Na, hier vorne nicht auch was? Hm. Oh. Ach, gut, dass ich da nicht runterfallen kann. Mann, wenn das so dunkel ist. Salim, hier drüben. Was hältst du davon? Dieser Ort könnte schon seit Tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Bleib mal. Salim, sieh mal hier. Musik. Da wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, vielleicht nicht Musik. Eine Sprache. Vielleicht. Du hast die Mistviecher gesehen. Die sind nicht sehr gesprächig. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Sieh dich nur um. Diese Dinger sind intelligent. Überall dieses Moos. Kommt's mir nur so vor? Oder lebt das? Moment, da hat es doch gerade. Ah. Also entschuldigt, dass ich gerade so mega ruhig bin, aber ich finde das alles so faszinierend hier. Und frag mich echt. Ach, da sitzen die drauf. Sieht aus wie so ein Rieseneinrad oder sowas. Aber ich kann hier nichts finden, ja, wo mal ein bisschen gezoomt wird oder so. Salim, sieh mal hier. Eine der Kreaturen. Nur älter.
uralt. Es ist aber tot, oder? Berühr's. Mach du doch. Weichei. Danke. Hast du das gesehen? Und ob ich das habe? Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Okay. Also, wenn man jetzt von Vampiren ausgeht, und das stimmt, was der, ich glaube, er hatte das ja gesagt, dass man die mit Licht bekämpfen kann, also mit der Sonne. Haben die denn hier unten Licht gemacht? Da war doch gerade noch was am Flackern, Mann. Ist das jetzt weg oder was? Na toll. Sind wir wohl. Schwer zu sagen. Ist die Frage, wurden die dadurch versteinert? Oder durch was anderes? Ich meine, die waren ja anscheinend auch hier unten. Zumindest sind die mit dem Aufzug wohl runtergekommen. Okay. Ist das krass. Schau ihn an. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Heute hat der Lotif Montag. Wo sind wir jetzt? Moment. Nee, das war nur lila. Okay. Das ist krass, wie groß das hier ist irgendwie. Ich meine, es ist ja so, als wäre das der Zellkern sozusagen. Und ich wollte gerade noch fragen, ob ich da überhaupt durch kann. Als wäre das der Zellkern sozusagen und... Ja. Das ist wie so ein Schiff irgendwie. Als ob da einer wirklich mal abgestürzt ist oder so. Heftig. Das Problem ist natürlich, wir sind hier mitten im Nest, sozusagen. Das. Und sind zumindest momentan nur zu zweit. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll.
Hä? Also da sitzt auf jeden Fall was drauf, oder? Nee, das ist, glaube ich, nur der Sitz. Aber diese ganzen Bewegungen im Hintergrund und so, die gefallen mir natürlich überhaupt nicht. Und, ja. Also ich glaube nicht, dass es eine Falle ist, aber ich glaube schon, dass es jetzt sehr heikel bald wird. Mal sagen. Ach, das sind Blitze, die man die ganze Zeit hört. Ach, du Scheiße. Bist du dasselbe wie ich? Meint sie, das sind Kokons? Ja. Dann denke ich dasselbe wie du. Das heißt, ich denke, hier darf ich jetzt nicht mehr auf die Dinger drauf treten, ne? Ich versuche die mal weitläufig zu umschiffen. Ernsthaft? Ich bin extra weit weggegangen. Nicht dadurch, Junge. Ist schon schwer genug, dich überhaupt zu steuern mit dem Pad. Ja, jetzt rennt der hier durch, oder was? Willst du mich verarschen? Wo müssen wir denn hin? Da hinten rum, oder? Aber dann laufe ich automatisch über das Teil drüber. Oh Gott, das ist so eng. Da liegen die Dinger überall. Wie soll ich denn da? Moment, hier links. Ich hoffe, das ist noch mein Kumpel Salin hier neben mir. Wo sind die Kokons jetzt? In welche Richtung? Da hinten, oder? Da sind die. Komme ich hier durch? Da ist alles zu. Okay, er geht hier rum. Muss ich hier auch wieder so aufpassen? Ah! Ich will ja auch die Geheimnisse hier entdecken, deswegen ich will hier nichts übersehen. Hey, sieh mal. Sie sind im Kampf gestorben. Da kann ich aber nicht hoch, oder? Da muss ich vermutlich. Ah, okay. Immer aus dem Weg, Junge. Ich wäre nicht gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schlimm wäre, aber ich gehe davon aus, dass ich die sonst irgendwie wach mache oder so. Was vermutlich jetzt auch so passiert. Ist es hin?
Ich hab da was für dich! Verdammt! Ob das jetzt so gut war? Ich geb Deckung! Los! Du warst echt die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann.